Willkommen zurück zu Let's Plays Spyro the Dragon. Im letzten Part sind wir in den letzten paar Welten angekommen. Glaube ich. Und ja, wir befinden uns jetzt hier. Wir müssen mal sehen, was wir hier jetzt ein bisschen tun. Am besten den Typen, bevor er irgendwas gegen uns macht. Und weiterhin ein paar Juwelen einsammeln. So, die Frage ist, wie ich da hinten an die Truhe komme, aber da wird wahrscheinlich vielleicht irgendwas wieder super sprintmäßiges sein. Als vielleicht ein Gefühl. Das ist nämlich sehr verdächtig, da nach Hause bauen. Okay, den erwischen. Da liegt einfach mal so ein Zehner rum. Auch recht nett. Frage ist jetzt. Was ist das jetzt hier bringt? Ah ja, da ist ein super Sprint. Okay. Sei auf der Hut von Nox Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Ja, wohl wahr. So, ich will mal kurz hochschauen, trotzdem kurz. Ob dann noch irgendwas ist außer dem Super Sprint? Ja. Ich vermute nämlich mal, dass man gewisse Stellen nur durch den Super Sprint erreicht und wenn die Brücke unten ist und manche erreicht man eben nur, wenn die Brücke unten ist. Und dann den Super Sprint machen. Ich denke da halt vor allem an die Truhe da hinten. Okay, Tür war nicht weit außer das. Dann war es ja gut, dass ich das nochmal geklärt habe. Lass mal das Ding erstmal nochmal runter. Und schauen mal, dass wir jetzt die Truhe da kriegen. Verdammt! Da war es ein Stück zu weit abgekommen vom Weg. Weil die Steuerung dann doch immer recht schwammig ist. Ja, so rumgeht, da richtig zu steuern ist immer recht schwer. Aber mal schauen. Es wird auf jeden Fall klappen. So steht schon mal fest. Die Frage ist halt nur wann. Ob ich davor sterbe oder nicht. Genau das. Ja. Vielleicht dreimal ins Wasser gefallen. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen wieder hinkriege. So, hier fressen wir schön die Schmetterlinge. Von ganz oben losrennen. Das ist auch schon mal praktisch, verdammt. Ah, so engen Wegen, dann mit so einem Tempo da lang zu rennen, ist nicht blöd. Okay, aber die Mäuse spawnen immer wieder anscheinend. Da brauche ich da keine Angst haben, dass ich hier drauf gehe. Das ist doch auch was. So, da haben wir dann doch. Wunderbar. So. Dann jetzt aber auch wieder hoch machen das Ding. Und da hoch. Irgendwie wollte Spyro nicht so ganz. Jetzt aber. Fängt mit hier. Mit den paar Juwelen. Hier alles.
Darüber kann ich noch fliegen, ne? Reicht das? Ja. Sehr schön. Okay. Oh, da ist auch noch was. Wie komme ich denn bitte dahin? Ich habe schon eine Idee, wie. Im Endeffekt ist aber auch nur ein Leben. Also müsste ich es wahrscheinlich gar nicht erst wirklich holen. Aber warum nicht, wenn ich es einmal gesehen habe? Das war nicht ganz schnell. Also ein bisschen höher. Von hier sollte ich. Ja. Okay. Sollte Spyro mal wieder nicht springen. Das ist jetzt sehr schlecht. Oh Mann. Ganz klasse. So viel dazu, ne? So, dann nochmal. Jetzt holen wir uns halt das Leben, was wir da verloren haben, jetzt eben. Manchmal, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt nach dem Supersprint Viereck noch halten muss oder ob ich es dann einfach loslasse. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Rampe. Okay. Das, was ich nämlich glaube, wie ich da rankomme, ist einfach nur hier rüber. Ja, genau. Das ist zumindest der Plan, aber ich habe es trotzdem wieder verkackt. Okay. Pfeift drauf, ich habe noch 5 Leben. Aber ich habe wenigstens gezeigt, wie es funktionieren soll. Rein theoretisch. Und das ist jetzt mit kein 100% Kriterium. So, wollen wir nochmal stattdessen jetzt lieber weitermachen hier. Au. Zwei Granaten neu erwischen. Der erste hatte mich ja schon überrascht. Nicht nett. Ja, nicht nett. Ist nichts weiter. Und da scheinbar auch nicht. Die hier. Jetzt müssen wir hier nicht runterkippen. Er schießt ganz schön weich hier. Aber alles im grünen Bereich. Er schießt auch bis zum Rand. Da kann man aber locker drüber. Ich sehe es nicht, ich habe gerade keine Welle mehr. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Und hier kriegen wir 20 raus. Haben damit 400, das sollte dann auch vollständig sein. Jawohl. Gut, haben wir auch das Level geschafft. Und alle Juwelen erbeutet. Achso ja, ich wollte gerade sagen, warum habe ich 125? Das liegt daran, dass man ja hier immer noch so ein paar bekommt. Ich vergesse es immer wieder, wenn ich aus dem Level rauskomme, denke mir, was habe ich da jetzt doch irgendwo noch was vergessen?
das dritte Level wartet. Schauen wir mal, was da ist. Genestige Nork. Ist das nicht schon der Boss? Ist das letzte dann irgendwie ein letztes Level? Ich dachte, Genestige Nork wäre der Boss, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 10.300. Ja, der sieht ziemlich groß und böse aus. Hi. Aha. Aber erwischt. Sehr schön. Ich muss jetzt trotzdem erstmal zurück. Jetzt will ich das ganze Zeug sammeln. Der geht in diese Tür rein. Hi. Das ist auch noch ein Schlüssel. Jawohl. Okay, die haben alle so einen Rundweg anscheinend. Da sollte ich mir nicht so viele Gedanken machen. Ich sollte mich aber trotzdem umsehen. Ob das hier noch irgendwo an irgendwelchen Renten dann was ist. Das wäre nämlich leicht gemein versteckt, aber. Sieht momentan ganz okay aus. Ich nehme mich hier gleich nochmal um. Ja, scheint nichts weiter zu sein. Okay. Oh, au. Das habe ich zu spät wieder gesehen. So, dann schauen wir nochmal hier runter. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Mit der Strecke etwas folgen. Okay, hier oben. So, das heißt, wir hatten jetzt zwei Wege. Zwei Wege, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zu dir. Und hier den Schlüssel. Jawohl. Okay. Okay, er rennt von mir weg. Er traut sich noch nicht so richtig, den Fokus anzulegen. Und hier sollte ich es auf jeden Fall möglichst nicht verpassen. Das ganze Zeug mitzunehmen. Okay, doch, ich könnte wieder hochrennen. Sah nämlich erst aus wie so ein Abgrund, den ich zumindest nicht so schnell wieder hochkomme. Wir kriegen hier ganz schön viele Juwelen hinterhergeworfen. Vorsicht. Mal umgucken. Falls irgendwo was mies versteckt ist. Aber bisher ist das alles ziemlich... gerade wenig. Da oben sitzt er. Ist wahrscheinlich von dort aus auf uns runter. Ist da irgendwas? Okay. So, dann wollen wir nochmal versuchen, näher an den Rand zu kommen. Von da auf uns. Okay. Eine komische Ecke. Ein Problem. So, nass hier, da sind wir wieder. Haut aber weiterhin einfach nur ab. Nein. Da bin ich komplett abgesoffen. Verdammt. Am
Muss ich jetzt die Schlüssel wiederholen? Ah, Tatsache, das ist sehr nervig. Das ist leicht nervig. Verdammt. Ja, da hätte ich einfach... Letztes Mal direkt geschafft und jetzt... Fuck. So, rechts rum gleich. Ich gleich erwische. Auch gut. Versuchen wir den frontal zu überraschen. Ja, oder wieder in die Richtung ab. Gut, das funktioniert nicht ganz. Schade. Wäre lustig gewesen. Okay. Diesmal haben wir ihn. So, Gnasty, ich würde gerne wieder hinter dir herkommen. Dann brauche ich jetzt aber erstmal diese Tür hier. Weil ich ja gleich wieder ein Typ ist. Oh, warum liegen hier noch zwei Juwelen rum? Doch noch übersehen. Aber erwischt. Sehr schön. Was ist er denn? Da ist er. Okay, da komme ich nicht schnell genug hinterher. Da gehe ich lieber etwas langsamer. Ja, auch mit dem Feuer machen, das stimmt. Natürlich machen sie ein bisschen einfacher dann. Genau so. Okay, Gnasty, wo bist du? Genau du. Was soll ich machen? Momentan noch die Frage, was soll ich da machen? Ah, da renne ich vorbei. Verdammt. Ich werde jetzt, nachdem ich hier die Viecher eingesammelt habe, einfach safe state setzen. Ich möchte nicht unbedingt jedes Mal wieder los müssen. Und zu fangen. Das würde mich dann doch ein bisschen zu nervig. Für meinen Geschmack. Ich meine, ob ich dann Game Over gehe oder nicht, das ist letztendlich vollkommen egal. Ich muss eigentlich nur noch dem Typen hinterher rennen. Was? Warum läufst du in die andere Richtung? Bist du bescheuert? Fuck. Warum ist das Vieh jetzt in die andere Richtung dran? Das ergibt doch keinen Sinn. Das Ding einfach in die andere Richtung. Ich muss ja immer komplett außen rum, damit er wieder da ist. Scheiß. Komm schon. Durch ihn. Boah. Dann jede Wand jetzt hängen. Oh, Mann. Jetzt krieg ich nicht mehr das blöde Ding. Oh, Mann, ist das nervig. Oh, Mann.
sagen, es ist nicht wirklich sonderlich problematisch, das Level, sondern es ist einfach nur gerade nervig, weil man jedes Mal wieder die Typen hier einsammeln muss. Das hätte man irgendwie auch anders lösen können, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist nicht sonderlich schwer, sie zu fangen und so, ne, aber... Wisst ihr, was ich meine? Einfach, warum muss man sie doppelt fangen? Weil es bringt halt eigentlich nichts. Man kann in der Zeit, ja okay, man kann in der Zeit sterben, das haben wir eben schon geschafft. Mehrfach. So. Jetzt ist halt aber die Frage, was soll ich gegen ihn machen? Machen wir kurz ein Safe State und schauen mal. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie abkürzen. Das ist das, was ich machen soll. Scheint ja so eine Art Wettrennen zu sein gegen ihn. Etwa ihn nehme ich fast. Das war interessant. Nur das reicht nicht ganz. Die Frage ist halt auch, soll ich ihn dann jetzt mit Feuer abschießen oder soll ich ihn rammen? Muss anscheinend beides möglich zu sein. Soll mich einfach schlagen. Okay. Da bleibt er kurz stehen. Aber dann würde ich sagen, wir schauen weiter im nächsten Part und sehen, was Gnasty noch so auf uns auf Lager hat und schauen mal. Ja, bis dann.